So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Pokémon Smaragd. Ja, wie soll das Together laufen? Ich denke mal, eventuell haben so ein paar von euch schon von Suishomaru, Dragonius und Jesse 666, das eins der diversen Pokémon Let's Play Togethers gesehen. Dürfte bisher, glaube ich, das müsste bisher zwei sein, weiß ich nicht, oder drei. Das wird bei uns so ähnlich laufen, nur dass wir nicht wirklich so Together spielen, sondern wie ihr vielleicht im Titel auch schon sehen könnt, eher weniger Together als eher gegeneinander. Soll heißen, das Prinzip so an sich bleibt das gleiche. Jeder zwei Pokémon im Team und so weiter und so fort. Labarababa. Keiner darf die Pokémon des anderen ändern und so weiter. Aber wir werden uns nichts schenken gegenseitig. Das heißt, es wird eher so eine Art kleiner Contest zwischen uns dreien. Und mit uns meine ich mich, Leafy, Spielmanns Herz und Darkcloud 555 oder auch Lucidas eventuell. Ja, egal. Weiteres gleich. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk und ich legge. Aber jeder nennt mich nur den Pokémon-Professor. Professor Pokémon oder so. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Ein Lotus, um genau zu sein. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe aus. Gegen andere von uns aus. So. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Entschuldigung, kurz. Es gibt noch viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich, ja. Und wer bist du? Ja, ich bin ein Mädel. Fein, und wie heißt du? Ich bin ein Mädel und heiße heute mal, weil es so schön ist und so unheimlich einfallsreich, Emerald. Was ja auch so viel heißt wie Saphir. Quatsch, nicht Saphir, Smaragd. Jetzt habe ich es. Du heißt Emerald und bist gerade nach Wurzelheim, meiner Heimatort, gezogen. Aha. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Kommt später in den Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Ja, so viel zu Professor Birk. Oh, ein Lastwagen. Ich finde es auch immer noch sehr interessant, wie die Kinder beim Transport, beim Umzug einfach mal mit in den Lastwagen gestopft werden. Warum auch nicht? Aber egal, Mama ist ja schon da. Emerald, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all den Sachen war bestimmt ermüdend, und erniedrigend. Nun sind wir in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann sicher wunderbar leben, nicht, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Emerald. Lass uns hineingehen. Oh ja. Siehst du, Emerald? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Ja, wenn wenigstens noch wüsste, wo sie vorher gewohnt haben. Ja, die Pokémon machen den Umzug, das ist voll praktisch und das sind voll die Sklaven. Mein Spatz, oh, wie süß. Ja, Vati hat eine schöne Uhr geschenkt und zum Einzug und so weiter und blub und gedönt. Und ich gehe einmal an die Uhr, aber das ist egal, weil wir. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Ich tue mal so, als wäre es. Warte mal, PM ist nachmittags, ja? Gut. Ich tue mal so, als wäre es die Zeit, zu der ich gerade aufnehme. Was überhaupt nicht spät ist oder so. Ungefähr. Ja, so. Das sollte passen. Bis auf die Tatsache, dass die Uhr sowieso keinen Effekt hat, weil die interne Batterie verbraucht ist. Ja. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzug selber sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja. Wow. Das Notizbuch. Regel Nummer 1 für Abenteurer. Ist mir egal. Kann ich schon alles. Kenne ich schon alles. Braucht nicht.
Emerald, schaltet den PC an. Was möchtest du tun? Das weiß ich noch nicht. Ich würde mal sagen, ich überprüfe das Itemlager und nehme mal den Trank mit, der da drin ist. Yeah. ja. Genau, ich wollte noch was Organisatorisches erzählen. Wir werden so ein paar kleine, ja, Achievements, sag ich mal, einführen. Und zwar haben wir da halt das übliche Orden-Achievement, wer die meisten Orden macht, Entwicklungs-Achievement, wer die meisten Entwicklungen vollzieht, on-screen. Reportage aus Blütenburg, ja, Papi gerade verpasst. Und es wird auch sowas geben wie Anti-Achievements, soll heißen, die meisten Pokémon-Besuche, ach, Pokécenter-Besuche und so weiter und so fort werden gezählt. Was dann als negative Erfolg sozusagen gewertet wird. Ja. Und diverse andere. Das werden wir aber im Laufe des Let's Plays noch weiter, ja, ne? Weiter ausführen. Näher ausführen. Oh, Emerald, du bist unser Nachbar. Blabla. Meine Sohn. Aha. Meine Sohn freut sich, mit dir Freundschaft zu schließen. Cool. Ein Zwitter. Oder liegt ein Pokéball? Ich nehme den mal mit. Oder auch nicht. Hey, du! Wer bist du? Wer bist du denn? Ach ja, du bist Emerald, richtig? Du bist niemand eingezogen, stimmt's? Ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Nein. Sabber, sabber, sabber. Blabla, Vater Professor Burke, blabla, ich heiße übrigens Briggs. Du hast kein einziges Pokémon? Soll ich eins für dich fangen? Nein. Ja, Vater helfen, Pokémon fangen. Und so. Ne? Derweil gehe ich mal mir mein erstes Pokémon abholen. Und ich habe noch keine Turbo-Treter, das ist so zum Kotzen. Hallo. Da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde es mir gerne mal ansehen, aber ich habe kein Pokémon. Bla 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 bla. Kannst du nicht für mich nachschauen? Hilfe! Ja. Unser ach so toller Pokémon-Professor wird von einem Zickzacks verfolgt. Hilfe, du da drüben, bitte. Hilfe, in meinem Beutel findest du einen Pokéball. Ja. Hey, wir haben die Wahl zwischen dem Waldgecko Geckabor, dem Küken Flemmi und dem Lehmhüpfer Hydropi und wir nehmen das Flemmi, weil Flemmi einfach cool ist. Basta. Ist ja sowieso dann eins. Ja, ne? Wildes Zickzacks. Oh yeah. Ein Level 2 Zickzacks. Toll, heulen bringt mir nicht viel, also kratze ich einfach mal drauf los. Oh yes. Flemmi, das Kratzer ein. Yeah. Das wilde Zickzack setzt Heuler ein. Ja, das kommt vor. Angriff von Flemmi sinkt. Tüdüm. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert. Bla, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Bla. Oh, du bist doch Emerald. Die sind nicht laut für ein Schwätzchen. Komm mit ja. Du bist also Emerald. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Hast du mich nicht eben noch begrüßt, du Emil? Ich habe auch erfahren, dass du noch kein einziges Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du da eben benutzt hast. Emerald erhält Flemmi. Ja, Mann. Willst du dem Flemmi einen Kosenamen geben? Ja, natürlich. Und wie irgendwie so wenige meiner Starter, wird es Blaze heißen. Was lustigerweise, wie ich im Nachhinein irgendwann festgestellt habe, auch der englische Name von der Fähigkeit, die alle Feuerstarter mittlerweile haben, ist, also halt Großbrand. Emerald, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du mit Briggs triffst? Nein, finde ich nicht. Ach, sei doch nicht so. Du solltest wirklich mit meinem Sprössling treffen. Ja, ist okay. Großartig. Briggs wird sich sicher auch freuen. Wieso freuen? Ich habe keinen eigenen Akzent bei ihm. Egal. Briggs soll dir etwas beibringen. Was es bedeutet, dein Trainer zu sein. Ja, Mama. Dann wollen wir doch mal... Leck, leck, leck. Leck, leck, leck. So, dann mache ich mich mal auf den Weg nach da oben. Und hoffe, dass ich kein wildes Pokémon treffe. Oh, wie furchtbar. Ja, nein. Ein Pfiffchen.
Ja, das ist quasi irgendwie so gar nicht interessant, weil das Pfiffchen irgendwie nichts kann. Kratzer. Ich würde ganz gerne noch Level 5, Level 6 werden, bevor ich da oben gegen Briggs ran muss. Ach, Flamly, komm, tu was für dein Geld. Ich habe mir das Flamly noch gar nicht angeschaut. Wir könnten eigentlich mal... Ja, komm. Die Zeit habe ich kurz. Pokémon Blaze Bericht. Es ist sanft. Das ist irgendwie doof und scheiße, aber egal. Erhöht Feuerattack. Ja, ist okay. Sanft ist so ein Wesen, was kein Mensch haben will, wollen würde. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal kurz mit mir? Nein. Pokémon, ist ein Bloch. Bloch, mhm. Trank erhalten, sehr schön. Emerald packt Trank in die Tasche. Ja, wertvoller sein Pokémon Center. Ich gehe jetzt einfach mal auf direkt, quasi fast direktem Wege zu Briggs. Ich nehme noch die kleine Pokémon hier mit, damit ich Level 6 bin und Briggs gegenüber einen Vorteil habe. Ich habe auch schon gar nicht mehr allzu viel Zeit für den Part. Oh gosh. Ja, ein Volltreffer. Cool. Pfiffchen setzt Tackle ein, das ist mir egal. Ich weiß auch schon, was ich mit dem Pfiffchen... Ach, ich sag schon Pfiffchen. Mit dem Viech von Briggs, was uns gleich gegenüberstehen wird, auch machen werde. Denn das ist... Ich will den Kampf einfach gewinnen. Ich will jetzt nicht nochmal neu starten müssen. Geh weg. Doofes Pfiffchen. Ja, Flucht, bitte. Danke. Bitte, danke, Gangchen. Hallo, Briggs. So, dieses und das und Gute und bla. Hey, da ist ja Emerald. Oh ja, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, nicht wahr? Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Ich bringe dir bei, was ein Trainer wissen muss. Als wüsste ich das nicht schon. Junge, Alter, hör mal zu. Junge. Obwohl, nein, ich, mach eine andere Taktik, als ich vorhatte. Ich kratze ihn einfach tot. Ich setze Tackle ein. Eigentlich habe ich keine Lust auf einen Crit. Ich setze mal lieber einen Trank ein. KP von Blaze wurden 15 Punkte aufgefüllt. Und Hydropie setzt Tackle ein. Nein, nicht nochmal Beutel. Ich will den Kampf umbringen. Danke. Es setzt Kratzer ein. Ja, Mann. Ja gut, einfach draufhauen. Ahahaha, da ist der Crit. Dann kommt halt jetzt der zweite Trank. Ja, ist gut. Ich weiß. Und er tackelt mich wieder. Ich wette, ich kassiere noch irgendeinen Rotz. Noch irgendeinen Crit oder sowas. Komm. Nächster Angriff. Das ist unser Sieg. Ich sag doch, ich kassiere noch einen Crit. Was wird denn das? Los, kratz es zu Tode. Danke. Ich hätte es auch nicht beschwören sollen eben. Yay, Level 7. Und ich habe den Energiefokus erlernt. Nein, Blaze hat den Energiefokus gelernt. Mein Blaze! Spieler besiegt Pokémon-Trainer Briggs. Hey Emerald, das war gar nicht so übel. Emerald gewinnt 300 Pokédollar. Ich denke, ich habe es kapiert. Ich weiß nicht, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Du hast dein Pokémon. Noch nicht lange. Emerald, ich glaube, du kannst jedes Pokémon Freundschaft schließen. Ey, Alter, konkret krass voll. Alter, Bitch. Könnte mal... Ach komm. Ich mach nicht mal den Spaß. Und überlasse den René einem Pfiffchen. Nein, so weit bin ich noch nicht. Oh, Leggy! Das Pfiffchen setzt Tackle ein. Oh, wie furchtbar. Schaffe ich noch eins? Ja, komm. Eins schaffe ich noch. Ein Viech.
Es wird mich wohl nicht umbringen. Noch ein Pfiffchen. Wow, diese Abwechslung. Quatzer. Oh, ein Volltreffer. Cool. Dackel. So. Noch ein Volltreffer. Alter Falter. Ich würde aber jetzt an dieser Stelle schon mal fast sagen... Na? Ja, ja, ja. Ich stelle ihn noch richtig hin.